So Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Call McRae Dirt. In der Stufe 4 sind wir angekommen. Wir haben die Stufe 1, 2, 3 alles abgeschlossen. Nicht alles auf dem ersten Platz, aber ihr seht es schon da unten, ne? Da stehen schon viele 10 von 10 Punkten. Das sollte eigentlich genügen, so dass wir jetzt hier selbstsicher in die Stufe 4 einsteigen können. Und hier müssen wir gleich erstmal zwei Rennen fahren und das ist natürlich echt geil. Rallye. Das heißt, wir und unser Teamkamerad, wir sind bereit mit dem C4 Citroën auf die Strecke zu gehen, aber wir müssen erstmal 500.000 Euro, nee, Dollar überweisen, denn meine Freundin sagt immer, Citroën ist falsch, aber ich kann es nicht anders aussprechen. Citroën geht nicht, nein, geht nicht, das ist einfach nicht möglich. So, wir gucken uns die erste Strecke, die erste Etappe gleich mal an und auch die zweite können wir uns angucken. So, die erste Etappe, Schwierigkeit 3 von 5, nasser, glatter Asphalt, gepaart mit nassem, rauen Asphalt. Ja, sieht ganz schwierig aus, sieht ganz geil aus, ist ganz cool. So, die zweite Strecke, feuchter, glatter Asphalt und ist eigentlich dasselbe, nur ein bisschen schwerer. Gut, wir verlassen uns einfach auf die richtigen Ansagen von unserem Teamkollegen. Auf den muss man einfach hoffen, anders geht's nicht, denn wie ich das in den ersten Parts mitbekommen habe, habe ich den oft überlabert und habe dem nicht zugehört. Ne? Und beim Rallye ist es tatsächlich wichtig, dem zuzuhören. Denn seine Nummern, die er da sagt, das gibt mir durchaus schon Informationen über die Kurvepreis. Habe ich gelernt, immerhin. Ne? Ich habe ja nur, wie viele Parts gebraucht? 20 oder so? Um mal zu begreifen, was der da eigentlich mit mir redet. Ich dachte immer, labert der mich an da von der Seite? Warum fährt er überhaupt mit? Bin ich in der Fahrschule? Nee, er gibt mir Tipps. So. Jetzt oder nie. Mann, der hat aber auch immer eine Motivation. Das ist schön. So, der Schwierigkeitsgrad wird höchstwahrscheinlich jetzt nochmal schön anziehen. Krass. Und guckt mal unseren schönen Citroën an. Der hat eine richtig geile Glaskuppel oben drauf. Also, selbst wenn wir hier nicht Erster werden, dann können wir oben aus dem Dach rausgucken. Und falls wir uns überschlagen sollten, können wir aus dem Dach rausgucken und auf den Boden schauen. Und gucken, woran es lag. So viele Möglichkeiten. Ja, also bis jetzt bin ich von der Power erstmal nicht so überzeugt von der Karre. Da finde ich unseren Evo 9 ein bisschen geiler. Uiuiuiui. Da hat es mich leider ein bisschen rumgeswitcht. So, sind wir hier eigentlich noch im nassen Milieu unterwegs? Sind wir hier noch in den Feuchtgebieten? Sieht eigentlich so aus, ne? Als wären wir hier noch irgendwo. Richtig gut bin ich gerade nicht. Das gebe ich zu. Zack. Aber es reicht für den ersten Platz. Ich weiß, wir fahren immer noch Amateur, aber ich habe es einfach jetzt 4 Tage nicht geschafft zu zocken. Von daher muss ich erstmal mich wieder so ein bisschen eingrooven. Und da wollte ich mir jetzt nicht gleich die Breitseite geben, indem ich das Ding hier auf Halbprofi spiele. Denn, sorry, das wäre jetzt zu herber Rückschlag. Jetzt ist erstmal, heute ist ein bisschen Zocktag. Ich zocke nachher wieder Soldier Fortune 2. Das wird schön. Aber jetzt erstmal so ein bisschen eingrooven. Ja, man muss echt mal überlegen, mit welchen. Da hatte ich Glück. Beziehungsweise der da oben gehockt hat. Aber auch keine Regung, ne? Dass ich den vielleicht gerade mal überfahre. Der hatte wortwörtlich einen Schutzengel. Ich krieg's gerade nicht hin mit der Karre. Die fährt sich richtig räudig. Es fährt sich richtig räudig. Ich will mein Evo wieder. Warum muss ich diese Karre fahren? Es reicht immer noch für den ersten Platz. Die fährt sich so zickig. So richtig zickig. Die meckert. Hört ihr das? Der Motorensound ist auch einfach wie so ein Meckern. Wie so ein meckernder Rasenmäher. Ja gut, vielleicht sollte ich auch nicht mit 80 Sachen in die Kurve reinbrettern, sondern das Ganze ein bisschen behutsamer angehen. Natürlich muss ich jetzt auch aufpassen. Wir fahren da noch eine zweite Etappe. Vielleicht muss ich da mein Fahrzeug reparieren. So. Ich habe mir übrigens jetzt schon mal Dirt Rally 2 angeguckt. Das sieht ja richtig geil aus. Ich bin kurz davor, mir ein Lenkrad zu kaufen. Ne? Kurz davor. Weil ich habe jetzt hier mit diesem Teil schon so ein bisschen Benzin geleckt. Dreck geleckt. Dirt geleckt. Ja, gefällt mir ganz gut. Sehr gut. Aber ich denke, das Feeling so mit dem Lenkrad ist bestimmt nochmal richtig geil. Gott, ey, die Strecke ist wirklich schwer. Was war die 3? 3 von 5. Da war ich irgendwie schon mal besser auf solchen Strecken, ne? Meine Güte. Jetzt wird es aber erst richtig knifflig. Jetzt geht es den ganzen Hubbel wieder runter. Meine Güte. Das ist wirklich nicht so eine easy Strecke. Das Problem ist nur,
Die zweite wird schwerer. Die zweite Strecke wird schwerer und da habe ich so ein bisschen Respekt vor. So, jetzt muss ich das Ding nur noch nach Hause fahren. So, komm, do it. Er hat immer noch... Er sagt immer noch nicht Ziel. 200 Ziel. Okay, 200 Ziel. Komm, Gestoff. Es hat gereicht. Sogar 10 Sekunden, Alter. Du bist auf dem ersten Platz gelandet. Nicht nur ich. Auch du. Auch du, Freund. Mein ewiger Beifahrer, mein ewiger Freund und Helfer. So, ab auf die zweite Strecke. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ja, ein Schwierigkeitsgrad drüber. Ich fand die gerade schon relativ knifflig. Ist natürlich auch immer nach Tagen, wo man es mal nicht gespielt hat, ist man halt erstmal nicht drin, ne? Es ist wirklich, damals habe ich auch Counter-Strike so im Clan gespielt. Ich denke, ich war nicht so schlecht. Ich habe das mal wieder online gespielt. Also ich habe ohne Mist nur zugeguckt. Ich renne davor, ich sterbe, ich gucke zu. So ist es halt, wenn man es einfach mal Jahre nicht mehr spielt. Natürlich die Maps auch leicht verändert und oh, man kriegt nur auf den Deckel. Da habe ich mir auch gedacht, weil, da gucke ich ja lieber einen Film. Stell ich hier den anderen zugucke. Aber da habe ich eigentlich schon mal wieder Lust drauf auf Counter-Strike. Ein geiles Spiel. Aber jetzt sind wir hier erstmal bei der Dirt-Reihe. Hä? Ey Leute, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ihr habt es gesehen, ich habe nicht mal die Handbremse gezogen. Ich habe nichts gezogen. Sagte er. Schatz, ich habe echt nicht gezogen. Ich habe keine Ahnung, warum, was da gerade passiert ist. Da haben sie mir wieder eine Banane hingelegt. Und das ist natürlich jetzt extrem kacke für die Zeit. Das hat mich extrem viel Zeit gekostet. Bestimmt so 5 Sekunden. Aber die Strecke gefällt mir eigentlich ganz gut. Bis auf den Anfang da. Ey, ganz ehrlich, ich bin da aufgekommen, hab ganz leicht Gas gegeben. Ich habe wirklich keinen Dunst, was da mir jetzt die Hinterachse so verzogen hat. Enger, Engel die Eng. Oh, neunter, das ist natürlich... Es gibt tatsächlich noch einen, der schlechter ist als ich. Es gibt echt noch einen, der schlechter ist. Aber das schaffen wir. Wie viele Sekunden waren wir jetzt hinten? Das ist natürlich die Frage. Meine Güte, ich muss mich hier echt so ein bisschen konzentrieren und ein bisschen zuhören, was der labert. Links drei lang. Weil wir müssen natürlich jetzt hier, müssen jetzt natürlich wieder Zeit gut machen. Boah, da wird einem ja kotzübel. Kennt ihr das, wenn der damals als Kinder, wer ein Kind ist, oder wer immer noch mit seiner Familie in Urlaub fährt, saß man hinten drin in Skiurlaub oder so, oder in die Alpen zum Wandern, oder zum Badeurlaub, wie auch immer. Serpentin, hoch und runter. Man sitzt hinten drin, man hat damals immer, ich habe Gameboy gespielt oder so, hat mir nichts ausgemacht. Dann irgendwann im jugendlichen Alter, ey, ich hätte abkotzen können. Ich konnte nicht mehr nach unten gucken. Und jetzt ist es schon so, selbst wenn ich nur Beifahrer bin und gucke vorne raus, absolut zum Reihen. So, wir sind 4 Sekunden vorne. Wir haben extrem viel wieder rausgefahren. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie das zählt beim Rallye-Rennen. Zählt da jeder Abschnitt für sich einzeln, den ich da fahre? Ich glaube, so ist das, ne? Deswegen ist der erste Abschnitt rot, der zweite grün. Ich glaube, jeder zählt einzeln. Das würde natürlich vieles erklären. Ich werde es nicht rausfinden. Ich glaube, die Zeit insgesamt steht schon zum Schluss addiert da, aber... So, let's go. Komm, zeig die Zeit an. Jawohl, ja. Guck dich das an. 7 Sekunden vorne. Ich glaube wirklich, das sind die einzelnen Zeiten. Jetzt ist nämlich die nächste Strecke auch grün. Ah, auch dieses Geheimnis wird jetzt in diesem Part für mich gelüftet. Muss aber auch sagen, dass ich da links wenig hingucke. Auf diese Streckenanzeige. Also da links diese Gerade, die mir anzeigt, wo ich dominiert habe. Denn meistens muss ich ja dann doch nach vorne gucken. Alter, das hat dann doch ein bisschen mehr wehgetan, als ich erst so angenommen habe. Und die Karre zieht so leicht nach rechts. Da hat es mir irgendwie die Achse zersemmelt. Ui, nicht nur die Achse da vorne, das sieht aber gar nicht so schön aus. Aber wir haben es geschafft. 11 Sekunden vor Carlos.
We win the match. Sehr schön. Carlos Delgado ist hier auf dem zweiten Platz und es sei ihm gegönnt. Carlos, du hast bestimmt viel Talent, aber ich war einfach besser. Oder ich habe den geilen Beifahrer, der mir einfach... Ja, das ist auch manchmal eine telepathische Angelegenheit, ne? Manchmal kann... Wir können auch nonverbal kommunizieren. Ich verstehe ihn einfach. So, gleich ins nächste Rennen. Es sind wieder zwei Rennen. Wieder zwei Rennen und ich sehe da schon mehrere Fahrer auf einmal. Das heißt, wir werden uns... Ich habe mich wirklich... Ja, ich habe mich wirklich im Griff. Gleich rein, komm, wir lassen uns einfach überraschen. Gar nicht erst die Strecke groß angucken. Was soll immer das große Gucke? Insgesamt gewinnen wir doch eh. Ihr wisst immer, wenn ich so eine große Fresse direkt am Anfang habe... Bam! In die Schnauze kriege ich eine rein, reg mich auf, werf den Controller weg und bin böse. Und dann ist für mich der Tag schon gelaufen. Deswegen, nein... Selbst wenn ich Zweiter werde, bin ich nicht böse. Selbst wenn ich Dritter werde, bin ich ein bisschen böse. Und wenn ich Vierter werde, dann raste ich aber aus hier. Dann ist es Schiebung. So, let's go. Oh, geil. Der Anfang sieht schon immer geil aus, ne? Die Karre ist wirklich krass, ey. Guck dir die Lüfter da hinten an. Das waren damals Grafikkarten, ey. Meine Grafikkarte auf vier Rädern. Apropos, Grafik... Die PlayStation 3 hat ja noch eine richtig geile Grafik, ne? Jawohl, schubs mich mal bitte wieder an. Hä? Das, die kennen wir doch. Die Strecke kennen wir doch. Das war doch eins der ersten Rennen in dem Spiel, oder? Wenn nicht sogar das erste Rennen. Ui. Ich bin wirklich der Meinung, dass genau das sind wir schon gefahren. Ey, der hat da vorne wirklich meine Motorhaube eingedellt. Weil der da vor mir so kacke fahren musste. So, jetzt ist es raus. Ich bin nicht schuld, er ist schuld. Wir fahren anscheinend drei Runden. Hier weiß ich allerdings auch nicht, wie es zählt. Wer am Ende der drei Runden Erster ist oder wer zwischenzeitlich mal Erster ist. Viele Fragen, die sich stellen. Am besten, wir werden einfach jede Runde Erster. Dann gewinnen wir so oder so. Egal, wie ich das jetzt... interpretieren möge. Wir sind nicht so weit vorne, ne? Nicht mal eine Sekunde. Karl der Große bleibt hinter uns und sucht natürlich die Lücke. Sucht unseren Fehler ab. Mann, die Motorhaube da vorne, die will sich wirklich langsam, aber sicher selbstständig machen. Hüppala! Auch da hinten, oder? Das Blech da... hinterer Kasten, das sieht auch irgendwie nicht so richtig fest aus. Ich habe das Gefühl... Da hätte man die ein oder andere Schraube dann doch ein bisschen fester ziehen können. Oder vielleicht, ich bin ja der große Kleber. Ich bin der Meinung, man kann heutzutage alles kleben. Es kommt nur auf die richtigen Komponenten an. Zwei Komponentenkleber. Krass. Oder Knete. Klebknete. Klipknip. Abgekürzt. Unter Fachkreisen. Klipknip genannt. So, wir waren der Schnellste heute. Und das stimmt auch. Aber da darf ich es natürlich nochmal verziehen. Wieder dieselbe Kurve. Hopp, 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 hopp. Ah, hier muss es auch richtig fett machen mit dem Mountainbike lang, oder? Richtig schön mit dem Mountainbike reingetreten. Vielleicht auch mit dem Moped. Also richtig mit dem Moped, ne? Nicht irgendwie mit so einem... Mit so einer Enduro, nee. Doch, also mit Enduro schon, aber mit so einer mit so einem Simson-Roller. So ein bisschen auf Enduro getrimmt. Und dann schön springen. So, Freundchen, das hättest du gern. Das sieht immer so spektakulär aus, wie er mich überholt. Aber wir müssen auch sagen, er nimmt natürlich die Innenkurve. Das ist gänzlich falsch. Deswegen bleibe ich da ganz locker. Denn den Platz, den kann er nicht behalten. Das war klar. Karl Renetzki. Der ihn überholt, der ist ganz kurz vorne, aber der muss spätestens, wenn es zur Geraden geht, muss er wieder Gas geben. Und da bin ich leider schon längst in der Beschleunigungsphase. Da kriege ich natürlich wieder, das ist klar. So, ab ins nächste Rennen. Wenn ihr euch fragt, was hier drin ist, auch damit ich es nicht vergesse, steht immer auf meinen Tassen genau drauf, was drin ist. Mit Schuss. Mit Eigenurin. So, es geht los. Fang für alle Franz. Schaden 0. 0? Okay. Wenn er meint. Streckeninformation. Wir lassen uns mal überraschen. Ah, hier. Schlamm und Schotter. Schwierigkeitsgrad 2. Das ist natürlich. Das ist natürlich einfach. Das ist natürlich klar. So. Glatter Asphalt ist hier dominierend.
Glatter Asphalt und mit der Karre dann. Really? Wäre da nicht eine andere Karre vielleicht angebrachter gewesen? Maximalgeschwindigkeit, nicht mehr die 180. Ich glaube, wir haben ein bisschen an der Maximalgeschwindigkeit verloren. Aber das ist nicht weiter schlimm. So, ich drücke schon R2. Ich bin heiß. Ich bin heiß auf R2. Let's do it. Oh, geil. Ich darf nicht versagen, ey. Ganz ehrlich, das hat mir meine Mutter auch im Leben immer erzählt. Deswegen war ich immer so unzufrieden als Kind. Und jetzt bin ich reich, sexy und mache erfolglose Let's Plays. Ja. So, jetzt geht's hier los. Erste Runde. Am besten, ich fahre einfach die Landstraße weiter, oder? Ist doch so. Einfach mal ein bisschen Urlaub machen. So, ja, rechts rein. Auch diese Strecke kennen wir schon. Die Strecken wiederholen sich jetzt langsam, aber das ist nicht weiter schlimm, denn ich glaube, das ist das erste Mal, dass sich die Strecken wiederholen. Das wäre natürlich jetzt für mich so ein leichter Anreiz, den Schwierigkeitsgrad mal hochzudrehen. Na, da wäre ja mal was. Gerade bei der Strecke würde ich es mir sogar zutrauen, wenn ich nicht gerade, wenn ich es ausspreche, Scheiße bauen würde. Zack, jawohl. Die Tür war Ballast. Ich finde auch richtig krass, dass angezeigt wurde, meine Karre hat keinen Schaden. Aber mir erstmal eine Tür abfällt. Ich habe das Gefühl, die Karre müsste das eigentlich aushalten, ne? Das ist so, als wenn du ein normales Auto kaufst und es regnet und es löst sich irgendwie der Gummibelag und die Tür fällt ab. Tja, es regnet, damit konnte keiner rechnen. Ach so, na dann. Wir hatten damals wirklich, in meiner Kindheit, weiß ich noch, hatten wir ein Opel Passat. Nee, Opel Passat passt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht nicht auf. Es wäre ein VW Passat gewesen. Ja, ich fahre nebenbei, deswegen kann ich mich nicht so richtig konzentrieren. Es war aber ein Opel, irgendein größerer. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Und das zu Recht, denn wir waren damals irgendwo im Urlaub. Ich war ganz klein, ich weiß es nicht mehr. Und es hat extrem geregnet, wirklich extrem. So einen Regenschauer noch nie gesehen. Und da war tatsächlich die Karre innen undicht. Vorne an der Frontscheibe war das irgendwie nicht so ganz gut geklebt und es floss langsam, aber sicher, sickerte Wasser rein. War nur einmalig, aber tja, das sprach nicht so ganz für die Qualität. Nichtsdestotrotz sind wir lang, scheiß die Wand an hier, sind wir lange bei Opel geblieben, auch ich. Mein erstes Auto, Opel Corsa, geiles Auto gewesen, kann ich gar nichts dran aussetzen, bis auf dass er irgendwann auf der Autobahn einfach stehen geblieben ist. Beim Überholvorgang einfach ausgegangen. Es war anscheinend irgendwie die Benzinpumpe, die ausgesetzt ist. Einfach ausgegangen, richtig geil. Ja, dann, das war meine letzte Erfahrung mit Opel. Kann sicherlich überall passieren, ist es aber leider nicht. Es ist wirklich nur bis jetzt mit Opel-Modellen passiert, von daher. Tja. Was soll ich sagen, so ist es. Ich erzähle nichts als die Wahrheit. So, ich habe jetzt mir so langsam ein bisschen vorgenommen, dass ich vor den Sprüngen immer so ein bisschen abbremse. Ich habe das Gefühl, die Karre hält das wirklich nicht so gut aus, ne? Wir sehen es immer, wenn ich so einen längeren Sprung mache und hart aufkomme, da fällt mal was ab. Und bis jetzt haben wir Glück. Bis jetzt sind noch alle Räder dran. So. Aber ich habe das Gefühl, auch die Räder könnten langsam aber sicher mal abfallen. Und nicht, dass ich dann hier mit dem Trike fahre. Ui. Was ist das eigentlich? Ich dachte immer, da kann ich nicht rüberfahren. Aber jetzt ist auch dieses Rätsel gelöst. Da kann man einfach drüber brettern. So, wir sind relativ weit vorne, oder? Ich sehe irgendwie hinter mir keinen. Und wir fahren so langsam da hinten. Jetzt noch eine lange Rechtskurve, eine scharfe Linkskurve. Und dann sind wir schon im Ziel. Ja, da kann man einfach drüber fahren. Das sind irgendwelche Reifen, die haben sie hier eingebuddelt. Kann man einfach drüber brettern. Zack. Auf dem ersten Platz. Die sind wirklich nicht so easy, die Rennen. Da bin ich auch immer nur so 2 Sekunden vorne. So. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. So, dann gucken wir gleich mal, was uns hier als nächstes erwartet. Unmengen an Einladungen. Zwei neue Events wollen dich. Tolle Leistung.
300.000 Öcken. Krass, Alter, für 8 Minuten im Kreis fahren. Das ist doch mal eine geile Bilanz. Das ist krass. So schnell kann ich es im echten Leben leider nicht verdienen. So. Es geht hier heiß weiter. Es sind tatsächlich immer zwei Rennen. Jetzt wollen sie es echt wissen. Es geht hier weiter mit dem Magnity Merilli Iltilian Crossover. Ich habe keine Ahnung, was Crossover ist. Hier hinten geht es dann aber nochmal weiter mit normalen Rallye-Rennen. Das sind eigentlich so ein bisschen meine Favoriten. So Leute, für diesen Part soll es das gewesen sein. Wir dominieren natürlich auch hier in Stufe 4 und werden mal gucken, ob das hier auch so einfach weitergeht. Und mit großen Schritten gehen wir schon auf Stufe 5 zu. Und dort wird's richtig hart. Bis zum nächsten Mal wieder zurück zu Colin McRae Dirt.